Naja, jetzt ist klar, welche Waffe wir nehmen. Freak Dogs! Bring it on! Okay. Kurz nachladen. Was kommt noch auf uns zu? Ich will's wissen. Oh Mann. Ja, aber ehrlich, die Map ist geil. Campen lohnt sich. Das ist so eine richtige Zombie-Camper-Map. Was muss hier großartig machen, was da drauf kommt? Gar nichts. Muss nur zielen. Okay. Nur das ist nicht so schwer. Komm her. Komm her, Töle. Gedrosseltes Feuer erstmal kurz draufhauen. So, jetzt ist die MG auch wieder voll. Und jetzt kann es weitergehen. Die Steuerung, die hat gerade ein bisschen gehakt. Komisch, dass in der Wand nur so wenig Löcher sind. Ich dachte, hier hat der Wallen geballert. Aber diese Hello Kitty Häuser sehen auch... Also dieses Hello Kitty Haus sieht ja auch richtig, richtig schön geil aus. Wie irgendwelche Zombie-Arme und Zombie-Köpfe und tote Hunde rumliegen. Ja, das ist ja besonders nice, sowas. Okay, knapp 40 Zombies sind über. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Ich hab mir jetzt den Insta-Kill. Dann mache ich hier mal ein bisschen klappig. Oh yeah. Die richtig schön das Blut an die Decke gespritzt, genau wie hier. Oh yeah. Ja, 10 Zombies sind neu, aber das kann nicht so schwer werden. Alter, ernsthaft, wie lange kann man denn hier campen mit den Waffen? Die Waffen aus World of War sind einfach besser. Lass mir erzählen, was du willst. Die sind teilweise so krank. Ich meine, mit dem RPK kommst du lange nicht an diese Waffe ran und auch nicht mit der AK-21. Die ist einfach übertriebenes Laser. Außer die ist, ich weiß nicht, die sieht so farblich irgendwie nicht so geil aus. Aber naja, jedem das seine, ne? Stimmt's? So. Dann kommt mal her, ihr Unschuldigen. Ja, gesagt, Untoten. Yeah. Kommt mal her hier. Stellt euch in einer Reihe auf und lasst euch umballern. Achso, macht ihr hier schon. Dankeschön. Ich hab mich nie bedankt dafür, dass sie sich so leicht killen lassen. Dass sie solche Lappen sind. Ich mich nie bei irgendwem bedankt für. Ah scheiße, ich hab nur noch die Waffe hier oder so. Tschüss. Boah, Alter, ich schwöre, die Waffe ist geil, Mann. Junge, die wichst ja alles weg. Pack a Kitty. Ist klar. Auch ein geiler Name. Boah, die hat sogar... Ach du Scheiße. Nur mal schauen. Revolver würde ich niemals im Leben punchen, also. Wenn ich schon solche Waffen gehabt, dann brauche ich keinen Revolver. Wer braucht den dann schon? So. Kommt mal her, ihr könnt gegen Dempsey nehmen. Ihr habt nämlich nichts drauf, ihr Mann, wie sich da. Ihr seid genau wie Haftbefehl, ihr habt nichts drauf aus der Zahnbürger. Das ist euch einfach, ey. Im Leben nichts gerissen, bis auf den Schließmuskel. Lappen, Alter. Oh yeah, jetzt gibt's richtig Übels.
gibt's eigentlich mal wieder Muni. Ich werf hier extra die ganze Zeit die Dingens weg. The Reaper ist jetzt leer. Das ist traurig. Was machen wir denn jetzt? Runde 18 schon. Oh, krass. Ja, ich hab überlegt. Ja, hier liegt ja alles Mögliche. Und so viele Arme, Alter. Ja, ich habe überlegt, dass wir hier einfach so lange kämpfen, wie es geht. Wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann werden wir einfach zum Topf. So. Sorry, wenn ich nichts sage, wenn ich drauf falle, aber ich wollte mich dann ein bisschen konzentrieren, dass ich auch immer die Körper treffe. Weil mir das eigentlich auch nicht egal ist. Dass ich die Zombies treffe, ist wichtig. So, ich stelle mir eben auf Missions Objectives. Dann habt ihr das einmal kurz im 16:9 Modus gesehen, live Kino. Nein, nicht Kino der Toten, einfach nur Kino. Was kann man hier eigentlich so machen, ey? Man kann sich noch Quick Revive holen, das bringt aber wahrscheinlich eh nichts. Nur für 1500 Euro. Komm mal rein. Ja, Köter, Alter. Das gibt's nicht. Ich setze mich jetzt, glaube ich, in die Ecke und falle einfach nur drauf. Ja, ich weiß, ich bin nicht im Ziel, aber das geht, ja. So ein paar untote Wichsgesichter gleichzeitig. Ja, es reicht für Leute, die im Leben nichts erreicht haben, außer die Töten. Na komm her. Jetzt müssen wir mal uns nach einer neuen Waffe umschauen. Ich glaube, ich nehme das Ganze mit Runde 25 doch mal wieder zurück. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir nicht so weit kommen. Aber wäre auch nicht so schlimm. Die Folge kann ja nicht ewig dauern. Voll scheiße mit Hello Kitty, Alter. Also denkt sich so eine Scheiße aus. Derjenige muss als Kind übrigens vergewaltigt worden sein. Ihr schnappt euch mal eine Waffe. Fuck, jetzt brauche ich eine Waffe und eine Flüchtige. Na komm, werf noch einen. Oh man. Wir haben gut, dass wir so viele Headshots passieren hier, also Headshots geben. Sonst würden wir hier nicht so lange überleben. Das ist eigentlich sehr schön, wenn man macht. Okay.
5 Stück sind. Kommt her. Das kann ja noch lange so gehen. Scheiße, Mann. Ich kann's ja ewig campen. Ja, hier kannst du wirklich ewig campen. Also wie willst du denn hier die Mitte verwecken? Das war jetzt im Ernst. Seien wir mal ehrlich zueinander. Wer es hier schafft zu verrecken, also vor Runde 25, der ist echt low. Hoffentlich verrecke ich jetzt nicht. Das wird traurig für mich. Kann man sich denn hier gar nichts mehr kaufen? Nein. Auch nichts am Computer machen oder so. Hier ein paar Granaten reinwerfen. Und den Hello Kitty Rechner mit Facebook in die Luft springen. Nee. Siehste, das ist von Sony, Alter, das kannst du nicht zerstören. Sony ist beste Marke, Alter. Great shot. They're dropping like bad habits. Bending like Beckham, Alter, wohl, ja. Ihr braucht, glaube ich, noch ein bisschen, bis ihr da seid. 41.000 Punkte, ey. Aber ich muss sagen, die Map ist für Leute, die im Zombie-Modus auch richtig so auf Bundesquad zocken, ist sie nicht wirklich was, weil hier kann man keine Runden laufen. Aber wenn ich weiß, was rumlaufen bedeutet, da sollte ich lieber erst gar nicht mit der Strategie anziehen. Weil man das einfach von Anfang an wissen muss, was damit gemeint ist. Ich habe mir nämlich ein Kollege direkt erklärt, was das ist. Einfach immer im Kreis, also ich erzähle euch das einfach. Einfach immer schön im Kreis laufen mit den Zombies. Und ja, in allen möglichen Ländern ist es vorbei. Und die Zombies mehr oder weniger verarschen. Der Reaper, der ist auch wieder voll. Was haben wir denn hier schon? Das kannst du ja auch vergessen. Von 21 bringt dir so eine Waffe nichts mehr. So. Zack. 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 Die guten alten Stücke waren immer noch geil. So. Die ist geladen, okay. Entsichert sind sie eh beide. Oh yeah. Wir punchen ebenfalls nicht. Spray and pray. Die Browning, die gute Alte. Okay, wenn wir jetzt nichts Besseres kriegen. Okay, ich denke mal, wir versuchen das einfach mal. Die Browning. Ich bin immer unsicher, was machen wir jetzt? Sagen wir mal, wir punchen. Hau rein, ab. So. Die hatten wir ja schon. Nee, warte, warte. Das ist die andere, genau. Es gibt zwei so große Waffen, die so viele Schuss haben. Wir haben eine von den beiden. So, jetzt schön in das Fenster rein direkt. Und... Ach, scheiße. Wow. Die Waffe ist ja mal übelst geil. Oh mein Gott. Yeah. Boah, dieser Sound. Dieser Sound, Alter, das ist ja eine übelst geile Welt. Boah, wie sich das anhört. Yeah, immer schön in die Fresse. Alter, das ist
ist los? Wie viele sind das? Zombies dürfen wir eigentlich nicht schaffen. Oh scheiße. Fuck! So ein Dreck, ey. Vom kopflosen Zombie platt geschlagen. Das ist traurig. Ja, siebtel Headshots, ja, geht eigentlich. Nee, eher so zwei Siebtel, aber ist scheißegal. Danke fürs Zuschauen und ja, seid nächstes Mal auch wieder dabei. Da waren nicht solche schwulen Maps wie dieses Mal. Okay, Dankeschön. Und das mit den 25 Runden nehme ich lieber doch zurück. Tschüssi. Scheiße. War okay. Davon ist eben noch einer gesund. Ups. Nee, bloß nicht einsam. Ja. Hol was Vernünftiges aus der Kiste. American made, just like me. Die Bar, ich weiß ja nicht. Ich gehe sie mal einfach punchen. Aus Langeweile. Bombs. Okay. So. Oh, die Typ 100, die würde ich auch mal gerne punchen. The Windowmaker. Oh yeah. Der geht ja nicht. Man kann ja Waffen nicht zweimal punchen, außer man wird auch zwei. Wissen viele von euch wahrscheinlich auch gar nicht. Es ist vielen am Arsch vorbeigegangen. Ich find's traurig. Oh yeah. Na gut, die Waffe damit können wir leben. Das ist besser als die. Ah, muss es hier noch gehen. Ich hab gar nicht ausprobiert, wie die mit Schießen ist. Die gepunchte Bar. Aber brauche ich auch gar nicht. Nee, nee, falls ich Max Muni kriege, will ich lieber die Affen haben. Boah, Alter, was für ein Haufen Leichen, ey. Was hier eigentlich liegen müsste, wenn das mal wirklich so realistischer wäre. Das wäre krass, was hier liegen würde. Ich glaube, da würden nur wenige von euch lachen. Weil so viele Leichen wären, dass ihr einfach nur noch kotzen würdet. Ey, die übelste Waffe, Alter, yo. Voll die Hardcore-Waffe, ey. Damit zieht ihr ja jeden, ey. Die Trenchgun ist eigentlich richtig geil, nur die bringt auch nichts mehr.